Wolltest du mich jetzt schon interviewen? Ich mach erstmal mein Handy aus. Weil das wimmelt andauernd. Mein Name ist Stefan Vogelsang. Ich komme hier aus Reda Wiedenbrück. Wir haben hier einen Familienbetrieb mit Kühe, Sauen und Schweinemast. Mein Name ist Jonas Lorenz. Ich bin bei Syngenta Digital Agronomist. Das heißt, ich bin zuständig für alle digitalen Tools, die wir sozusagen haben, um den Landwirten einen guten Service zu bieten. Als Modellbetrieb der Wasserrahmenlichte in NRW haben wir schon mehrere Jahre Erfahrung mit der teilflächenspezifischen Aussaat. Und dieses Jahr testen wir die Aussaatkarten von Syngenta. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also die erste Arbeit ist im Grunde im Büro. Ich bekomme die Aussaatkarte von Syngenta zugeschickt. Die wird dann noch einmal kontrolliert und dann kann ich die über ein Cloud-System direkt an meinen Trecker senden. Um eine Aussaatkarte zu erstellen, schauen wir, dass wir aus verschiedenen Jahren die Bedingungen vom Acker mit Hilfe von Satellitenfotos rausbekommen. Und im Hintergrund haben wir Saatstärkenversuche, wo wir genau wissen, welchem Ertragsniveau, auf welchem Klima, bei welchem Boden brauchen wir welche Saatstärken. Und das kommt hier zum Tragen, wenn wir so eine Karte gestalten, dass wir eine gute Empfehlung geben können, was passt und was passt nicht. Wir haben für den Betrieb die Sorte SY Feronia rausgesucht. Das ist eine mittelfrühe Silomais-Sorte. Das ist Powercell, das heißt gut verträglich oder gut verdaulich. Und die werden wir jetzt im nächsten Schritt auslegen. Zuerst fahren wir zum Hof und müssen die Maschine auffüllen. Einmal mit Saatgut und mit Dünger. Befüllen wir erst den Saattank und drehen dann für 1,5 Minuten ab, biegen das ab und dann weiß der Computer Bescheid, was er düngen kann. Das sind Mikronährstoffe hier. Davon kommen 25 Kilogramm direkt aufs Maiskorn. Das ist im Grunde die Erstversorgung nach dem Keimen und erhoffen uns ein stärkeres Jugendwachstum. Und schonen ein wenig die Düngebilanz damit. Jeder Dünger ist unterschiedlich schwer und deswegen müssen wir einfach die Dosierräder kalibrieren, sodass wir eine bestimmte Menge laufen lassen. Ich sage jetzt mal 20 Umdrehungen von dem Dosierrad, wiegen das auf. Das sagen wir dem Computer nachher wieder, wie viel Kilo da jetzt rauskam. Und dann kann ich dynamisch später die Menge des Düngers variieren, weil der Computer einfach weiß, mit einer Umdrehung habe ich so und so viel Kilo mal die Fahrtgeschwindigkeit gleich Kilo je Hektar. Wir haben die Maschine einmal Probe laufen lassen und da ist aufgefallen, dass einmal Reihe Nummer 7 hatte immer eine Fehlstelle. Da war ein kleiner Fremdkörper in der Lochscheibe, die halt blockiert hat, dass ein Korn angesaugt wird. Und Reihe Nummer 3 hat ein Problem mit dem Sensor, der genau das erfasst. Also hier ist eine Lichtschranke drin, die jedes Korn zählt, was vorbeischießt. Und das gleicht damit ab, soll jetzt hier gerade ein Korn kommen oder nicht. Und dann kriegt man halt oben ein Feedback, haben wir Doppelstellen oder Fehlstellen über diese Lichtschranke. Und es funktioniert ja immer alles Plug-and-Play-mäßig sofort beim ersten Mal. So, und jetzt ist alles gut. Da kann man mit leben. Ja, okay. 20 Gramm Abweichung. Und das stellen wir jetzt oben im Display an. Ja, wir haben die Maschine jetzt befüllt und abgedreht und jetzt sind wir eigentlich bereit für die Aussaat und können losfahren zum Feld. Auf dem Feld muss ich den Schlag auswählen. Dort habe ich dann automatisch die Karten dazu, ich habe die Lenklinien dazu, muss die Systeme aktivieren und dann macht der Trecker den Rest eigentlich vollautomatisch. Also das Besondere an diesem Feld ist, dass wir die Gülle nicht breit verteilt haben, sondern als Güllebänder gezielt appliziert haben. Und die müssen wir mit dem System, mit dem GPS-System nachher genau abfahren. Und das wird auch nochmal kontrolliert mit dem Spaten, haben wir wirklich genau das Gülleband getroffen. Besonders wichtig bei der Maisaussaat ist die Ablagetiefe. Deswegen fahren wir immer erst einige Meter ins Feld rein und kontrollieren dann nochmal, ist der Dünger wirklich passend tief, ist das Maissaatgut wirklich passend im Boden eingebettet. Wenn es zu flach liegt, dann läuft es Gefahr zu vertrocknen, sich nicht richtig mit dem Boden zu verwurzeln. Und wenn wir zu tief liegen, dann ist der Boden dort zu kalt und es dauert deutlich zu lange, bis es rauskommt. Deswegen ist das jetzt hier eigentlich mit das Wichtigste. Und wir liegen bei 4,7 mm Oberkante Korn, also besser geht es nicht. Perfekt. Das macht schon richtig Laune, ey. Für mich ist es super spannend, auch mit solchen Maschinen hier zu arbeiten. Ich denke, in Zukunft werden die Wetterbedingungen noch schwieriger. Das heißt, wir müssen noch mehr testen, noch mehr probieren. Von daher ist das, was der Betrieb hier auf dem Acker macht, eine super Sache. Einfach zu testen und zu schauen, was klappt und was klappt nicht.
Ja, und dann sind wir jetzt gespannt, wie es wird. Und beim nächsten Mal sehen wir hoffentlich, wie die ersten Pflanzen aus dem Boden rauskommen und können uns anschauen, in Versuchsparzellen, wie die Saatstärken reagiert haben.